Willkommen zum Vlog 3 und damit auch die Zusammenfassung des Auslandssemesters an der National University in San Diego. Ich bin jetzt wieder in Hamburg angekommen und kann auch gar nicht wirklich glauben, dass schon wieder ein Semester, besser gesagt das Auslandssemester, auf das man sich von Anfang an so gefreut hat, vorbei ist. In San Diego hatte ich die beste Zeit meines Lebens. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, ohne die ich nicht all das erlebt hätte, was ich dort erlebt habe. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich habe sehr viele Eindrücke gesammelt und besonders gefallen haben mir die Nationalparks. Die Natur in den Staaten ist halt schon etwas sehr Besonderes. Die National University an sich war okay. Ich habe mir die Uni nur anders vorgestellt, als sie in Wirklichkeit war. So ein bisschen enttäuschend fand ich, dass der Campus zu jeder Zeit leer war. Man kommt also in die Uni und sieht niemanden außer die Kommilitonen im gleichen Kurs. Außerdem waren im Schnitt ca. 20 Studenten in einem Kurs und davon kamen 18 aus Deutschland, was ich sehr schade fand, da ich erwartet hatte, mit mehr Amerikanern in einem Kurs zu sein, um mein Englisch einfach noch zu verbessern. Die Fächer waren interessant, die Dozenten waren alle hilfsbereit und vom Stoff her waren alle Kurse sehr gut machbar. Wenn ich die Chance hätte, noch ein Semester in San Diego zu verbringen, würde ich es tun. Ich würde dann hoffen, dass die Aufteilung der deutschen Studenten in den Kursen anders geplant wird, aber die Stadt San Diego zum Studieren kann ich nur weiterempfehlen.